Genau, die zwei brauche ich. Jetzt auch. Wenn wir fertig haben, okay, machen wir mal ein schönes Video und dann schicken wir das mal an Aeronaut. Ich war, wann war das denn? Ich muss gerade überlegen. 2016. Ende 2015. Das kostet ja heute auch Geld, ne? Ja, okay, ich wach jetzt ab, da hole ich immer Reifen, kommt für 200, was reicht für den letzten Start? 200, 200, 200. Hat das Ding da oben runtergenommen. Da war das erste Mal die Küchendecke voll. Und dann gegen die Richtung, den musstest du ja so verschieben. Schließt das Ding ja nicht auf. Und sie muss das aber tatsächlich irgendwie geschafft haben. Das kann ich aber da mit mich schon wieder neu streichen. Ja. Und wie geschafft ist das schon nachbar, ne? Mhm. Und das war ein Wetter. Ja, da kann ich erstmal noch fallen. Die passt. Die passt, die passt, die passt. Klar. Vielleicht hat der Ding seinen Stock gehabt, ne? Den seinen Mondschein, ne? Hat er sich der Rente mit aufgebessert? Und die haben sich jetzt angewöhnt gehabt, die nehmen den. Das ist eine Flurifahrer, die war da drin. Das ist schon eine ganze Zeit her. Hat er doch einen Platz. Ich war ja vor ein paar Jahren bei einem Schräglangdrängen mit dem Motorrad. Und der Instructor, dem ist seine Frau, war auch dran, vor wegen Thermomix. Und die wollten Thermomix haben unbedingt. Und der hat gesagt, ne, das geht nicht. Solange ich da denn keine Motorradreifen backen kann, kommt mir kein Thermomix ins Haus. Ja, das soll nächstes Jahr geöffnet werden. Nächstes Jahr in 30 Jahren oder was? Ja, was hat er erzählt? Der Bademantel ist wohl noch der erste. Der allererste. Der wird nur sehr, wie war das, sehr wenig gewaschen. Ich habe keinen Winkel, da muss das so wenig brauchen. Was zum Anmalen. So, jetzt passt fein auf. Wir können auch noch mal lernen. Ja. Doch, ist richtig. Ein bisschen. Oh. Hätte man eigentlich auch nicht. Ist das auch richtig rum, was ich hier mache? Oder muss der andersrum da rein? War schon richtig. So muss er rein. Zum Stein erweichen. Ja, absolut. Das ist der Bürgermeister. Ja, ich früher gerne geguckt habe, das war Don Camillo und Beppone. Mhm. Mit dem Fernandel. Läuft wieder mal in die Wand. Ey. Ja. Mach ich hier einen Fehler, oder? Das ist der für die Außenseite. Habe ich echt den falschen erwischt? Das war auch die Zeit, wo die Frauen alle die Anorts hier hatten, ne? Die Schulterpolster.
Das kann doch nicht sein. Bin ich da so blind? 30 mal 6. Das kann 30 mal 6 sein. Das ist richtig. 25 mal 5. Ja, das ist doch 30 mal 6. Ich bin doch nicht verblödet. Ich hab's doch nachgemessen. Bist du verdammt hoch. Da muss ich ja auch runterschleifen, ne? Ja. Mhm. Da habe ich ganz kurz drüber nachgedacht und bin mit der Tragfläche hinten an die Schleifmaschine gegangen. Mhm. Ich hatte auch schon den Fuß drauf, dass die Schleifmaschine angegangen ist. Ja. Da habe ich überlegt, nee, warte mal, das ist jetzt eine ganz blöde Idee, die du jetzt hier vorhast. Wenn du die Tragfläche einhackst, dann war das. Das kannst du nicht machen. Dann hast du einen Puddel. Da wäre schon mal zum Bruder gefahren, dann hätte noch mal einen Baukasten holen, damit das keiner sieht. Ja, ganz dunkel am besten. Gestern die zwei Tragflächen hier. Ich habe geladen das. Ich habe das gemacht. Jetzt müssen noch die zwei. Kann ich den die Seite erstmal zur Seite legen? Die Seite zur Seite legen, das ist gut. Hier rein. Das passiert mir ja auch nicht nochmal. Wie wollte man machen? Okay. Ja, vorhin immer wieder, da wird man überhaupt schon mal da. Ne? Findest du eine Laubsäge und schneidest du die Wiese doch. Du, die Frage, du beantwortest. Ja, was? Ein Hacker, ganz gut. Ja. So, jetzt so. Mal genau sehen, welchen Winkel die Beplanung war. Ja, ne? Erste Mal, so, hier ist das einfacher. Da kommt man hier. Ob das der richtige ist. Und wieder, der Hotel. Nein, nee, nimmst du mal. Pow! Nein! Und ja, immer wieder, ne? Nee. Und wir hatten tatsächlich einen in Deutsch, also technische Kommunikation. Der war 32 oder sowas, oder 33. Der fing dann an, um die Jahrtausendwende oder kurz vorher kam das doch mit der neuen deutschen Rechtschreibung. Oh, oh. Da fingen die an, was weiß ich. Ich sag, mein Leben lang, altes Zeugnis. Da war eins, wo ich gut war, immer eins und zwei in Diktaten und sowas, ja. Rechtschreibung und hin und her. Und da hat er eine Arbeit schreiben lassen, ich habe die so geschrieben wie immer. Hatte mir eine 6. Ich sagte, ich guck den an, ich sag, vor der versammelten Mannschaft. Ich sag, pass auf, Freund. Und dann kriegst du noch so Augen, sagt dem, war das Thema durch. Das Geilste war, der Kollege von mir, da musste ich sogar so gucken. Der war mit und sagt, was, wie sagt er? Was der Tom verspricht, das hält auch. Danach war das Thema durch. Ja, hör mal, das ist doch ich habe richtig gehört, dass diese neuen deutschen Rechtschreibung. Die wollten am Anfang wollten die tatsächlich wie Knöllchen verteilen, ja. Wenn du das nicht machst. Ja, ja. Ordnungswidrigkeit wollten sie noch was machen, wie das mit scharfen Lichtungen. Das hätte man auch gespielt. Das passt. Warte, Text. 22 Fehler in 16 Worten. Ich frage, neue oder alte Rechtschreibung? Ja, neue. Und ich sage, die können hier stehen. Oh Mann, wo ist die Pfeile hier? So, wir haben das manchmal hier so hochgestochen und nicht, da kann man ja nicht damit schmocken. Ne? Aber die Grundlagen sind nicht da. Ne? Oder wie du weit umsetzt. So, warte dann mal irgendwas gebrauchst. So, gar nichts, ne? Aber dann hochgestochen ist. Und dann schmeißen wir die Klebeflasche an? Dann können wir einzusammeln. Ne? Mit dem Objekt klar, ne? Da sind zwei hupend an dem Rettungswagen vorbei, weil der nicht schnell genug da liegt. Fängt doch schon mit der Rettungskasse an, die sie wieder nicht im Bild haben. Ja, das war ja auch bei dem Unfall. Die Rettungskräfte mussten 300 Meter laufen. Ja, das meine ich ja. Wir sollen ja auch mehr Flieger bekommen, haben als ins Zug stehen. Und schauen wir mal.